Also genau, jetzt kommen wir zurück zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen heute VHS 1986. Das ist ein ziemlich cooles Spielprinzip. Was ist das hier? Ich hab... What the fuck? Ich hab keine Ahnung. Okay, ihr habt es eben gesehen im Intro. Wir sind zu Hause, in diesem schönen Raum, mit einem leichten 3D-Effekt. Da haben wir einen Anruf bekommen von unserem Freund, dass wir ein paar Tapes bekommen haben, die nicht unsere sind. Das sind Tapes, die er für irgendeinen Kollegen von sich aufbewahrt hat. Und wir sollen sie ihm morgen Abend wiederbringen. Aber weil wir natürlich ein sehr guter Freund sind, hören wir einen Scheiß drauf auf ihn, was er sagt, nehmen uns die Tapes und gucken uns die alle an. Und das ist das Spiel. Wir müssen uns ein paar Tapes angucken. Und ich meine dann damit irgendwas machen. Ich habe es nicht viel weiter gesehen. Ich habe keine Ahnung. Okay, können wir nochmal anrufen? Wir haben aufgelegt. Okay, Tapes. Wir haben... Was haben wir denn hier Schönes? Select Tape. Kann ich mir so wie angucken? Ah, mit rechter Maustaste. MMLA. MMLA. Okay, kann ich irgendwie mehr lesen hier drauf? Nö, MMLA. Okay, Select Tape. Wie gucken wir uns das an? Ah, okay. Das ist checken. Okay, alles gut. Press Play to view Tape. Okay. Sind das kaputte Kameras? Kabel, ne? Ist ein Ofen von innen, glaube ich. Okay, wenn die das wirklich im Nachhinein aufgenommen haben, haben die das sehr gut gemacht. Das sieht wirklich nach... Oh, oh, oh. Ich würde sagen, es sieht wirklich nach 80er Jahre aus. Nach MMLA, okay. Law is honored. However, it is informally honored. There are supposed to be sanctions. However, I think that in a lot of offices, you walk into offices and there is supposed to be adherence to the law. It is, I think, adhered to largely, but there are a lot of breaches. I think that the whole issue is so powerful in the Congress and in the state legislatures and in the city halls that we can't get reasonable controls for smoking. But we okay, Rauchkontrolle in Büros. Okay. End. Okay. Eins fertig. Nehmen wir das nächste. Moment. Nevermind, können wir uns nicht jetzt treffen? Der Typ hört nicht auf, mich anzurufen, also ich brauche meine Tapes jetzt sofort. Bist du gerade da? What the fuck? Komm her, ich brauche deine Hilfe. Der Typ macht mir langsam echt Angst. Wir sehen uns gleich. Okay, also ich schätze mal, der hat irgendwelche Sachen auf den Tapes und denen auf keinen Fall will, dass die gesehen werden. Und der Typ weiß, dass wir die gerade haben? Dann sollten wir mal ganz schnell da reingucken. Das ist wichtig. Okay, MMLA hatten wir gerade. Was ist das hier? Walk. Okay. Dann schauen wir uns mal Walk an. Was ist das hier, Mann? Unlock. Ich hab keine Ahnung. Whatever. Okay, nächstes. Guck uns das Walktape an. Wie doch, klar habe ich. Ich hatte das nicht ausgewählt. Select Tape. Ja. Okay. Holländische Schilder? Ist das wirklich in Holland?
in den Niederlanden. Ich habe keine Ahnung, wie niederländische Straßenschilder oder Straßen aussehen, aber wenn einer von euch Ahnung hat, wenn es wirklich in Holland gedreht wird, cool. Vielleicht ist auch ein holländischer Entwickler, ich meine, kann ja gut sein. Okay, ich weiß, warum das Tape Walk heißt. Weil der raucht dabei. Deswegen. Die ganze Zeit zu. Aha. Der Wagen ist im Hintergrund. Moment. Kann ich. Komm, ist mehr. Da war eins der Zeichen, was ich in der Wand gesehen habe, oder? Ja. Was? Okay. Das war ein Zeichen. Aber. Gib mir meine Tapes zurück. Du hast 2 Stunden. Okay. Fuck. Moment. Ich muss mir alle angucken und dann die Daten wahrscheinlich wissen, wann welches gemacht wurde, ne? Okay, wir gucken uns erstmal alle an. Ich schreibe das mal auf. Okay, da war. Fuck. Okay, ich muss noch kurz benutzen. Ich will nämlich wissen, was das Datum hier drauf war. Okay, Walk. Ich hole nur das Datum. Komm, mach jetzt. 16. März 86. 16. März 86 und da ist dieses komische Zodiac-Zeichen, ne? Zodiac, Fadenkreuz, whatever. Okay. Das hier, ja. Okay. 16. März, Zodiac, Fadenkreuz, ist eine gute Notiz. Okay, jetzt kommt nochmal das erste Ding an. Da ist bestimmt auch eine Message drin. Ne, machen wir es mal weiter. Vielleicht war im ersten nichts drin. Whatever. Das nächste. Auch 16. März. Fuck. Aber 5.52 Uhr. Oh, fuck. Okay, 16. März. 5.52 Uhr. Ist das holländisch? Okay, das ist verraten. Karten zum die gleiche Uhrzeit. Kirche was zu bedeuten. Wait, jetzt ist aber jetzt zeitlich nach vorne gesprungen. 5.35 Uhr. Wieder. I don't know. Ich muss gleich nochmal alle von den Zeichen angucken, um zu erkennen, welches Blume vielleicht. Ob irgendwas davon gemeint sein könnte. Ich weiß nicht, ob alles im Hintergrund getaggt ist oder so.
Vielleicht sind die Sachen wichtig, die wir sehen. Okay. Oh, 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 oh. 2. Juli 86. Okay. Juli 2, 86. Okay, 86 wird es wahrscheinlich immer sein, ne? Okay. Moment mal. Ja. Ich kann es nicht gedrückt halten, ist ein bisschen nervig. War da hinten gerade irgendwas? An der Wand, ganz kurz? Nee. Oder? Nee, ist eine Steckdose oder sowas. Es war aber ganz kurz im Juli. Warum war es kurz im Juli? Okay. Blumen. Okay, Moment. Hey, hat der Typ dich gerade angerufen? Es tut mir so leid, ich weiß nicht, wo er deine Nummer hat. Kannst du mir einfach seine Tapes zurückgeben? Und sein Poster auch, wenn du gerade dabei bist. Oh. Okay, 2. Juli waren die Blumen. Okay, wir sind jetzt. Okay, ich will mir das erste angucken. Ich will mir nochmal das erste angucken, da muss irgendwas drauf gewesen sein. Moment mal. Ist eine Zigarette dabei oder sowas? Nicht wirklich. Okay, warte, dann nehmen wir kurz das erste. Ich glaube, auf jedem Ding ist eins drin. So, dich selecten wir. Okay. Das war nichts davon, oder? Da hier war auch nichts. 2. Juli vor allem wieder. Okay, ich warte mal, bis ich ein anderes Datum sehe. Ich glaube, wenn ich ein anderes Datum sehe als eins von dem, was wir bis jetzt gesehen haben, dann vielleicht. Dann könnte das gemeint sein. Vielleicht ist es auch völlig egal. Nee, aber ich meine, das kann kein Zufall sein. Das muss schon richtig sein. Das ist kein Datum. Das. Da. Okay, welches Datum ist das? Das habe ich eben gesehen. Hier ist kein scheiß Datum, Mann. Das ist nämlich das hier oben. Okay, das erste ist Apfel. Apfelmesser. Aber. War der 16. März, Moment. Ich glaube, die Reihenfolge stimmt sogar einfach von den Tapes, die da drin sind. 11. März. Okay. Was könnte es noch sein von den Dingern jetzt? Geld. Geld und komische Form oder ein X. Okay. Damus City. Das letzte Tape. 3? Tobacco. Okay. Gib mir dann späteres Datum. Developed by the Far Jewett Company. 1 million square feet of commercial space on 20th Street between L&M. And Warner Mechanical Corporation. Ich mag das Spielprinzip. Das ist ein schönes Puzzle-Game. Servicing capabilities in the Washington metropolitan area. Das Feeling ist sehr cool. Es fühlt sich wirklich an, als ob man sich Sachen anguckt, die man nicht angucken sollte. Die Tapes waren wirklich ziemlich gut gemacht, tatsächlich. Ja. Auch wenn sie ein bisschen lang sind alle, aber dadurch werden die Rätsel halt auch besser. Ich habe kein Datum. Oder sagen die vielleicht jetzt in der Talkshow das Datum, wann das gemacht wurde. Das ist ja cool. Okay, jetzt
16. März, das hatte ich schon. Das Kreuz nehmen. Vor allem hatte ich die Daten schon. Es muss ein Datum sein, was nicht eins von den drei ist. Hatte ich schon, 16. März. War die Uhrzeit? Nee, die werden nicht die Uhrzeit nur schicken. Ich meine, das wird zu hart, oder? Kreuz könnte es aber sein. Possibly Kreuz. Ich habe eben Kreuz gesehen. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwo relevant ist. Ich kann es ja ausprobieren. Serving the financial needs of corporate, institutional, public and individual investors with over 650 offices throughout the United States. Ja, ja, ja. Dean Witter, a member of the Sears Financial Network. Ja, 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 ja. And public television. Financial Network, ich hab Dollar gesehen. It's on some income, rather than the 27% top rate widely reported. Elsewhere on Capitol Hill, a House subcommittee today held a hearing on a bill that would ban all forms of tobacco advertising. Smoking. Marlboro country is more likely found in a hospital's cancer or cardiac ward than on a Western cattle drive. Tobacco ads are among the top five sources of print ad revenue, and half of all outdoor billboards carry ads. Ja. Okay. Ich habe einen Anruf. Okay, Moment. Fuck. Hallo? Bist du da? Er ist in deinem Haus, Mann. Gib ihm bitte seinen Tapes zurück. Ich bitte dich. What the fuck? Okay, Moment. Apfelmesser. Zodiac-Fadenkreuz. Blumen. Dann entweder Dollar-Ding. Oder das Kreuz. Nee, das ist nicht. Warte, klingt ja gleich. Okay, das klingt anders. Okay. Fuck, das war richtig. Fuck. Aber ich bin den richtigen Weg. Okay, Moment. Nein, nein. Das hier? Das? Nein? Das zuerst? Nee. Das ist richtiger. Nee. Okay, Blumen ist richtig. Blumen-Apfel-Ding? Aber eben hat's doch funktioniert, oder? Blumen? Wieso nicht? Eins fehlt dazwischen vielleicht? I don't get it. Guckt, Blumen ist richtig. Fuck. Ich weiß nicht. Blumen ist richtig. Im Juli war das. Das heißt, die Daten sind egal. Fuck. Ich versteh's nicht. Ist die Zeit vielleicht abgelaufen oder sowas? Fucking hell. Ich habe nicht mehr lange Zeit, um zu lösen jetzt, ne? Blumen ist richtig. Ich habe jedes andere danach probiert. Blumen? Falsch. 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 Was? Falsch. Hä? Ich
versteh's nicht. Ich dachte, das ist richtig. Jetzt ist richtig. Blumen, das. Fuck. Warum jetzt nicht mehr? Ah, ich mach's zu früh, ne? Nee. Das Kreuz ist falsch. Das Kreuz ist falsch. Die Blumen sind richtig. Ich denke einfach mal, es ist trotzdem richtig. Ich dachte, das wär's, aber. Fuck. Ich bin mir nicht sicher, was das letzte ist. Es könnte Dollar sein. Ich verstehe die Reihenfolge von den Dingern nicht. Daten passen überhaupt nicht. Die Blumen ist 2. Juli. Ich raff nicht, warum das richtig sein könnte. Lafayette Center, developed by the Far Jewett Company. Vielleicht ist das Zodiac-Fadenkreuz richtig am Hintergrund, das muss eigentlich richtig sein. Ach, schneller, Mann. Dass man sich nicht schneller abspielen kann, ist schlimm, ne? Fuck. Ja. Ach, komm. Spiel schnell ab. Vielleicht, wenn die Blume als erstes nicht richtig, ich muss gleich mal durchprobieren. Weil es ist still war ein gutes Geräusch, glaube ich. Ja, eben hat es einmal geklappt, da konnte ich es richtig in der richtigen Reihenfolge machen. Fucking hell, ja. Kreuz, das ist ein völlig anderes Kreuz, das ist nicht. Das andere Kreuz war X-mäßig. Fuck, ja, mach. Oh, ist so schlimm, weil ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe. Wieso gebe ich ihm denn nicht einfach meine Tapes zurück? Ich meine, ich habe bis jetzt nichts drauf gesehen, was in irgendeiner Form irgendwie spannend wäre, eigentlich. Das muss es doch allerdings sein, oder? Corporate, institutional, public and individual investors with over 650 offices throughout the United States and abroad. Davon vielleicht was? Ich glaube nicht. A member of the Sears Financial Network and public television stations across the nation. It's on some income, rather than the 27% top rate widely reported. Elsewhere on Capitol Hill, a House subcommittee. Ist eine Zigarette dabei oder sowas? Ich bin mal alle anderen. Die Blume muss zuerst sein, Mann. Die Blume muss zuerst sein. I don't get it. Hat mit der Reihenfolge zu tun? Also wie rum man dran geht? Nee. Kann ich die Mitte irgendwie... Nein. Blume. Es kann ja kein Bug sein, dass da kein Geräusch ist, oder? Das hat was zu bedeuten. Ich muss auch sehen, da gibt es hinter dem Plakat ein Tape versteckt, whatever. Okay. Fems geheime Tape.
muss halt nicht mal was bedeuten. Tut mir so leid. Er ist in deinem Haus. Es tut mir so leid. Das war's. Okay. Oh, ich hab mit ein bisschen krasseren Tape gerechnet am Ende. Da war halt einfach nur ein Typ, der, ich meine, ja, der sollte halt tot sein, aber ein Typ, der auf dem Boden liegt, wäre jetzt ja nicht mal Beweis genug dafür, dass er ihn jetzt umbringen muss, deswegen. Das ist halt einfach nur, ja. Ich habe jetzt mit so einem sinister-mäßigen Home-Movie gerechnet, wo der die ganze Familie umbringt oder sowas. Das hätte ein bisschen besser reingepasst. Ich fand es zwar ein bisschen zu harmlos. Aber die Idee war cool. Das Rätsel war ziemlich cool. Ich weiß jetzt nur nicht genau, warum es nicht funktioniert hat vorher. Vielleicht waren die Soundeffekte nur buggt oder so. Oder ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Irgendwas war falsch. Ich weiß nicht, was daran falsch war, aber irgendwas habe ich falsch gemacht anscheinend. Obwohl ich habe die Kombination ein paar Mal probiert. I don't know. Ich meine, ich habe sie zumindest richtig verstanden. Aber sehr cooles Spiel. Sehr cooles Spiel. Der QR-Code, da am Ende ist anscheinend, das habe ich schon im Comment gelesen, zusammen mit anderen Spielen verbunden, sollen die ein größeres Geheimnis ergeben. Ich weiß nicht genau was. Ich werde wahrscheinlich die anderen Spiele halt nicht spielen, deswegen. Aber wenn einer von euch will, ein bisschen was rauskriegen will, ich meine, auf der Itch.io-Seite von dem Game hier stand in den Comments ein bisschen was darüber. Da stand ein bisschen, weil ich das Game runtergeladen habe, habe ich da gesehen, da hat jemand gefragt, was das mit dem QR-Code zu tun. Dann dachte ich mir, okay, QR-Code, vielleicht sollte ich vorher schon mal wissen, worum es geht. Aber anscheinend ist es irgendein größeres Secret. Ich weiß nicht, worum es geht. Wenn ihr es selbst rauskriegen wollt, go for it. Ist ein gratis Game, deswegen wäre das natürlich eine Option für euch, die das machen wollen. Okay, ziemlich interessantes Game. Ich, also die Puzzle-Art fand ich cool. Ich finde, es hätte ein bisschen gruseliger sein können. Ich finde, die Horror-Home-Videos selbst könnten ein bisschen weirder sein. Das Spiel braucht keinen Jumpscare oder so, aber einfach ein bisschen was, was ein bisschen unangenehme Grundstimmung gibt oder sowas. Oder dass der Typ ein bisschen bedrohlicher wirkt währenddessen. Dass man wirklich Angst hat, dass er zu einem kommt. Und ich finde, es war auch ein bisschen zu schnell von, der Typ hat sich meine Tapes geliehen, zu, oh, er ruft mich an, zu, er ist in deinem Haus und will dich umbringen. Oder warum hatten wir nicht die Option, ihm die Tapes zu geben oder sowas? Weil ich meine, wir haben auf den Tapes jetzt ja nichts gesehen, was in irgendeiner Form rechtfertigt ist und die unbedingt behalten wollen. Das waren einfach fucking normale Home-Videos. Nicht wirklich spannend. Aber gut. Die Game-Idee war ganz nett. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt in den Kommentaren, was ihr davon gehalten habt, dann würde ich sagen, es wird so ein Video. Bis dahin. Bye, bye.